dieser Mann ist ein toller Schauspieler und er war einer der ersten Menschen, bei dem ich begriffen habe, aha, es gibt also nicht andauernd durchwechselnde Menschen im Fernsehen. Er war der Erste. Herzlich willkommen, Jürgen Tarrach. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo. Also wie geht's mir? Ich bin auch ein bisschen müde, weil ich bin erst vorgestern aus Gran Canaria zurückgekommen. Da war es noch 29, 30 Grad. Und hier bei mir in Potsdam sind jetzt 14 Grad. Und das macht noch ein bisschen müde, glaube ich. Und ich sitze hier in meinem schönen Gartenhaus-Atelier, Künstler-Atelier. Ja? Hochtrabendes Wort, aber im Hintergrund, das sind alles meine Gemälde. Weil in meiner Freizeit zur Entspannung male ich ganz gerne. Und da habe ich mir dieses kleine Atelier gebaut, mitten im Garten. Der Ausblick ist sehr schön, den seht ihr jetzt nicht. Und da bin ich ganz für mich und kann mit Ölfarben herumpanschen. Und es duftet auch ganz toll jetzt hier drin. Das klingt großartig. Bei dir staune ich immer, wo du überall auftauchst. Ich glaube, es gibt nur noch ganz wenige Formate, in denen du noch nicht zu Gast warst. Kannst du uns denn verraten, wo wir dich so in dem nächsten halben Jahr ja so sehen werden? Oder darfst du da nie drüber sprechen? Also ich habe gerade abgedreht, eben wie ich schon erwähnt, Gran Canaria mit Joachim Kroll. Das macht immer großen Spaß, mit Joachim zu drehen. Das nennt sich endlich Witwer Teil 3. Also das gab schon zwei Folgen, die erfolgreich liefen. Und das ist jetzt der dritte Teil. Sehr charmant. Und Joachim, ja, für Joachim ist es geschrieben und das spielt er sehr, sehr schön. Und da waren wir ein sehr feines Ensemble eben auf Gran Canaria. Das habe ich gerade, wann das kommt, kann ich nicht sagen. Also im Herbst, Spätherbst, Winter, keine Ahnung. Jetzt fliege ich Mittwoch nach Brüssel, da drehe ich eine sehr abgefahrene Geschichte. Das sind 6 Teile einer neuen Serie für, ich glaube, für Streaming. Das heißt Nachts im Paradies. Und das ist alles andere als das Paradies. Also nachts ist so ein bisschen Science Fiction, aber also in der näheren Zukunft. Und es geht um ein Taxiunternehmen und Taxifahrer, die durch eine apokalyptische Nacht fahren, in der alle nur feiern und Drogen und betrunken sind und nichts mehr gilt. Also eine amoralische Welt ist das geworden. Das ist sehr spannend. Also das ist auch, glaube ich, vom Bildern her, von Atmosphäre her sehr, ja, also das geht einem beim Lesen schon sehr an. Ja? Also dass so nichts mehr gilt, dass quasi Sodom und Gomorra herrscht. Da bin ich sehr gespannt. Das wird in Brüssel gedreht, da fliege ich dann übermorgen hin. Also wann das kommt, weiß ich leider auch nicht. Und am Samstag kommt aber, da bin ich ganz stolz drauf, weil ich sitze ja hier in meinem Atelier, oder sagen wir mal sehr gespannt drauf, in der Süddeutschen Zeitung ein Interview über meine Malerei. Und da hoffe ich, dass das sehr schön wird. Das heißt, meine Leidenschaft ist eine neue Rubrik in der Süddeutschen. Alles klar, also wer von euch dieses Interview sieht, das ist dann schon ein bisschen her, aber ihr könnt ja einfach mal googeln, Jürgen Tarrach Süddeutsch, und dann werdet ihr diesen Artikel bestimmt finden. Das letzte Mal, als du mich überrascht hast, dass du plötzlich in einem Film aufgetaucht hast, war das bei einem der besten deutschen Filme der letzten Jahre, Ich bin dein Mensch. 2020, dort warst du Dr. Stuber. Wer diesen Film nicht mitbekommen hat, worum ging es da? Ja, auch das spielt in einer nahen Zukunftswelt. Und das wird ja auch heute schon diskutiert, dass es Avatare gibt, die wie Menschen aussehen, nicht mehr zu unterscheiden sind von echten Menschen und die quasi Mensch für Menschen gemacht sind, die sich nicht verlieben können oder die nicht den richtigen oder die richtige finden. Und das ist natürlich einerseits beängstigend, aber andererseits diskussionswürdig. Und was ist Liebe, ja? Und die sind perfekt, diese Avatare. Also die Hauptfigur, die verliebt sich in so einen Computer eigentlich. Und dem fehlt aber jeglicher Konfliktpotenzial. Das ist ausgeblendet. Insofern ist es ja eigentlich der perfekte Liebhaber. Und in meinem Fall die Liebhaberin. Und ich in der Rolle mag das auch. Es ist natürlich eine junge Frau. Ich bin der Ältere und ich will überhaupt keinen Stress. Und bin total glücklich mit dieser Situation. Und das ist natürlich alles so sehr
auf Messerschneide. Also man kann auch schmunzeln, das ist jetzt keine Komödie in dem Sinne, aber es diskutiert das ganz schön, dieses ja allzu menschliche Problem, wo finde ich meine Liebe, ja. Also das war spannend an dem Film. Das war ein tolles Erlebnis, Maren Eggert und Dan Stevens in der Hauptrolle. Und es ist tatsächlich sehr knapp besetzt. Und wenn ihr den Film seht, wisst ihr auch warum. Und dein Dr. Stuber, wenn der auftaucht, der ist eigentlich immer nur glücklich. Ist das, musstest du den tief in dir suchen oder war da so ein Dr. Stuber, der schon gesagt hat, Jürgen, hier bin ich, hier. Es ist doch so beim Film, man muss ja nur die Situation, die sowieso vor der Kamera ja entsteht, auskosten und zulassen. Und das ist die Caroline, war eine tolle Partnerin. Wir hatten gleich ein tolles, entspanntes, humorvolles Verhältnis zueinander. Und natürlich, ich sag jetzt was, oh Gott, Heikles, aber ein älterer Mann fühlt sich immer geschmeichelt, wenn eine hübsche junge Frau neben einem und den auch noch annimmt, völlig grenzenlos, ja, und nicht mal Geld will. Also am Anfang, ja, aber nicht sie als Person. Und insofern musste man, nein, war das sehr, sehr lustig, das zu spielen. Und es hat natürlich im Film auch diese Funktion und ist dann letztlich, ist dieses Glück verstörend, ja, was der auslebt, der Dr. Stuber. 2003 kam dein Buch raus, Richtig fressen, Rezepte zum Sattwerden. Würdest du das heute noch so nennen? Ja, warum nicht? Also, es sollte ja bewusst ein bisschen politisch unkorrekt sein. Und nein, ich stehe zum Genuss. Ich bin ein Genussmensch. Ich habe zwar jetzt in einem Jahr 30 Kilo abgenommen, weil ich habe so eine Magenverkleinerung machen lassen, weil es ging nicht mehr. Also es war zu viel. Aber ich habe immer gern und gut gegessen und getrunken. Und 2003, da, wie jedes Frühjahr, kommen dann die ganzen Diätbücher raus. Und ich weiß mittlerweile, nach 50 Jahren Adipositas Leidensgeschichte, dass das alles sinnlos ist, ja. Und wer was anderes behauptet, der lügt oder weiß es nicht besser. Und insofern sollte das ein bisschen befreiend sein, zu sagen, richtig fressen. Also in England, wir haben den Titel ein bisschen aus England übertragen, da gibt es das Pick Out. Also die Sau rauslassen sozusagen beim Essen. Und ja, es ist einfach, ich finde es sehr lebensunlustig, sich dauernd etwas versagen zu müssen, was gut schmeckt. Man kann das ja trotzdem vernunftgemäß ein bisschen steuern, aber letztendlich bringt es nicht viel, einfach sich immer etwas zu versagen und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das Ganze ist tatsächlich noch nicht wirklich erforscht, warum der eine dick wird, der andere nicht. Natürlich hat es mit Kalorien und Fett zu tun, aber so ganz genau, woran es liegt, dass der eine futtern kann ohne Ende. Ich habe so einen Freund, der ist seit 60 Jahren dünn wie eine Bohnenstange und der isst auch gerne. Also das ist tatsächlich nicht erforscht und das, da sollte man sich befreien. Also das Einzige, was ich raten kann, ist diese OP, die ich gemacht habe. Weil mit 60 Jahren schafft man es nicht, dauerhaft abzunehmen. Das ist fast schier unmöglich. So viel Sport kann man gar nicht machen. Auch da ist es ein Mythos, dass Sport schlank macht. Ja. Da muss man jeden Tag 30 Kilometer laufen. Aber wer schafft das? Wer hat da Lust zu? Wer hat da die Zeit dazu? Es ist absurd. Und dann darf man danach noch nicht mal essen. Also einen Salat dann höchstens, damit der Effekt des Kalorienverbrennens da ist. Also es ist fatal. Und du sagtest, die Magenverkleinerung, es war zu viel, es war zu viel. Hast du das festgestellt, dein Umfeld oder ein Arzt oder eine Ärztin? Nein, ich habe das vor 10 Jahren schon mal, habe ich mich beraten lassen. Es ist schon ein sehr radikaler Eingriff und das Risiko ist natürlich, dass man nicht weiß, wie es hinter einem damit geht. Das kann berichtet, Leute sind ganz glücklich damit und dann gibt es welche, die kommen damit überhaupt nicht zurecht. Das ist halt, aber das weiß man nicht und man kann es sehr schwer zurückbauen. Nein, ich hatte
Kann ich ja jetzt sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr so dick, 123 Kilo. Und das ist mit 60 Jahren kein gutes Gewicht. Ja, das geht auf die Knochen. Man kann die Schuhe nicht mehr zubinden. Man kommt, wenn man sich bückt, nicht mehr würdevoll nach oben. Ne? Auch Auto ein- und aussteigen, da muss man dann den Regisseur bitten, du aber machst einen Cut. Ne? Also ich mach die Tür auf und dann geht's weiter, wenn ich draußen bin. Ne? Weil es mühsam ist, sich aus dem Auto rauszuquälen. Also das wird alles sehr mühsam und für die Gesundheit ist es wirklich natürlich nicht förderlich. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und habe hier in Berlin, gibt es eine super Klinik, die machen das, das sind 3 Tage, das ist mikroinvasiv. Man kann nach 3 Tagen aus dem Krankenhaus raus. Und dann geht's los. Dann ging über Nacht, waren die Kilos weg. Also wirklich, ich habe jetzt 30 Kilo sind weg. Und zwar mühelos. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ist toll. Ich komme damit gut klar. Und ich kann alles essen, aber einfach viel weniger. Und ich bin auch satt und lange satt. Also es sind 2 Sachen, die gemacht werden. Man verwertet dann schlechter und deshalb nimmt man so irre gut ab. Und das Allerwichtigste ist die Nachhaltigkeit, also dass man das Gewicht auch halten kann. Das ist eigentlich das Problem, auch wenn man jetzt normal abnimmt. Man schafft mal 5 Kilo oder 10 Kilo, aber man hat hier halt ganz schnell wieder drauf. Zum Schluss wollte ich dich noch ganz kurz fragen zum Lissabon-Krimi. Fehlt dir Eduardo Silva oder ist das nicht so schlimm, dass der weg ist? Oh, doch, das fehlt mir sehr. Es fehlt mir wirklich sehr, weil mit der Vedina, meiner Filmpartnerin, wir haben uns beide wie zu Hause da gefühlt und wir haben so wahnsinnig nette Menschen kennengelernt und diese Stadt ist einfach, hat so eine tolle Ausstrahlung. Die ist voller Musik, die Menschen sind wahnsinnig freundlich, aber auch zurückhaltend. Das Essen ist gut und man hat da tolle Ausblicke. Man sitzt auf so einem, das nennt sich Miradouro, das sind Aussichtspunkte, schaut über diese Stadt, das Klima, der Süden. Also das war perfekt. Ja, fehlt mir sehr. Trauere ich sehr nach. Wessen Entscheidung war das dann? Ja, das ist natürlich der Sender. Die letzte Folge fing ganz gut an mit der Quote und dann stürzte die aber ab. Also wir haben 1 Million Zuschauer verloren und das ist dann das einzige Kriterium. Also die Quote. Das entscheiden dann die verantwortliche Redaktion. Und ja, das ist bitter, weil es weder um Inhalt, um Qualität, um Darstellung überhaupt nicht geht, sondern wirklich nur um die Quote und das so punktuell. Also, ja. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du der erste Schauspieler warst, bei dem ich begriffen habe, ah, okay, das sind, die Gesichter bleiben gleich, die Rollen ändern sich. Als ich darüber nachgedacht habe, warum das ausgerechnet bei dir passiert ist, weil es gibt ja mehr, es gibt mehr Schauspieler als dich, Jürgen, ich weiß, Schock für uns beide jetzt, habe ich auf jeden Fall überlegt, warum du mir da so in Erinnerung geblieben bist. Und es war tatsächlich dein natürliches Spiel. Ich hatte bei dir nicht den Eindruck, dass du spielst, sondern die Figur, wer auch immer das damals war, der war halt echt. Der hat agiert, der hat gesprochen, der hat auch mal ein M gesagt, der hat sich mal weggedreht oder sowas. Der war einfach da und alle anderen wirkten ein bisschen wie aufgestellt in dem Moment. Und deswegen bist du mir sofort in Erinnerung geblieben. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich dich irgendwo gesehen habe. Es ist nicht so, dass ich deine Karriere effektiv verfolgt habe. Aber immer, wenn ich dich mal gesehen habe, habe ich gedacht, da ist er wieder. Und du hast mich in meiner Erwartungshaltung an dich, hast du mich nie enttäuscht. Wann immer ich dich gesehen habe, hast du einen echten Menschen gespielt. Und das fand ich toll. Und deswegen freue ich mich, dass er heute zu Gast war. Jürgen Tarrach in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, mir kommen fast die Tränen. Vielen Dank für so viel Lob und ja, sehr, es freut mich sehr. Danke. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und heute ist der Tag, Jürgen, aber du hast noch einen Moment Zeit, drüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, guckt genau hin. Ich meine, wir haben den Eindruck so, dass alles, was im Fernsehen oder auf Streaming so läuft, dass das so vorbeizieht. Aber du kannst praktisch aus allem was lernen. Beispiel, du hast ein Problem damit, um Geld zu verhandeln oder sagen wir mal um einen vernünftigen Lohn. Guck mal bei Bares für Rares, da kannst du Profis zugucken, wie man verhandelt, wie man den Preis hoch oder runter treibt. Oder wenn du nicht weißt, wie du mit einer Situation umgehen sollst, du siehst aber im Film oder in der Serie einen Mensch, der genau das hat, guck, wie die das machen und überleg, ob du das für dich adaptieren kannst. Also nicht nur konsumieren, auch ein bisschen reflektieren, was man so sieht.
Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Jürgen Tarrach. Bis dann. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht unsympathisch, aber ich würde sagen, please be political incorrect. Please don't gender anymore.